iOS 17.4 ist gerade live gegangen, das Mega-Update fürs iPhone mit neuen App-Stores und Marktöffnungen in der EU. Ich bin in der Schweiz, ich habe nichts davon. Wer sich also die neuen Sideloading-Sachen angucken möchte, unbedingt beim Kollegen Malte Kirchner hat sicher eins gemacht. Zwinker, Zwinker, Video vorbeischauen. Und falls er keins gemacht hat, verlinke ich einfach ein anderes unten an diesem Video. Aber ja, da muss man da gucken. In die Schweiz kommt das nämlich alles nicht. Aber in die Schweiz kommen alle anderen Neuerungen von 17.4. Und da hat es ein paar ganz, ganz große Highlights dabei. Ja, neue Emojis. Nein, das ist natürlich nicht das große Highlight, da müssen wir gar nicht lange drüber sprechen. Was aber für mich ein großes Highlight ist, ist die Podcast-App. Die hat zwei Verbesserungen, die ich außerordentlich schätze und ich zeige euch die mal eben schnell. Erstens hat man da unten jetzt einen Home-Knopf, heißt auf Deutsch Startseite, nicht ganz so gut übersetzt. Vorher hieß der jetzt Hören, da wusste ich nie, was einem da erwartet bei den Knöpfen. Aber das Bessere ist, wenn wir bei den Kollegen vom Apfelfunk vorbeischauen, die pflegen ja Witze auf meine Kosten zu machen, was ich übrigens sehr, sehr lustig und großartig finde. Manchmal schreiben mir Leute, Raphael, ärgert dich das denn nicht? Nein, im Gegenteil, ich bin da immer köstlich amüsiert, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Und allein schon deshalb muss ich ja den Podcast immer hören, jetzt nicht mehr, weil schau mal, was es da unten jetzt Neues gibt, Transkript. Ja, die ganze Folge wird abgeschrieben und man kann sie jetzt mitlesen und man kann sogar Podcast-Folgen durchsuchen nach Passagen, die man gerne hätte. Wenn wir jetzt nach Zeyer suchen, finden wir nichts, aber wenn wir jetzt nach Zeyer mit Y suchen, ja, so kann man es auch schreiben, finden wir sofort die Passage hier, wo ich offensichtlich erwähnt wurde und dann müssen wir da nur noch lang draufdrücken. Wiedergabe. Genau, ab 21.45 Uhr. Mal schauen, was sie da wieder gemacht haben. Eine kleine YouTube-Show mit Michi Reimann, mit Ralf Zeyer, genau. Der Raphael Zeyer. Der Cousin aus Deutschland. Genau. Der Ralf Zeyer. Das ist natürlich die Retourkutsche. Ich habe Ihnen nämlich, bevor Sie den Podcast aufgezeichnet haben, habe ich gesagt, jetzt muss ich euren Podcast nie wieder hören. Jetzt suche ich einfach gezielt nach den Stellen, wo ihr mich erwähnt. Und prompt haben Sie natürlich nicht Raphael gesagt. Nein, ist wirklich sehr, sehr cool gelöst. Auch wenn man danach den Podcast hört, kann man auch das Transkript einblenden. Und man kann dann auch im Transkript hin und her hüpfen. Dann könnt ihr da eine getunnelte oder das Werbung. Oder eine, ja, schön. Aber jetzt wieder ihn. Auch, wenn du guckst, was die Industrie so macht, jetzt mal abgesehen von Tesla. Und ja, also wie gesagt, ich bin eigentlich recht froh, dass wir dieses Thema jetzt, glaube ich, mal. Ja, ich bin auch recht froh, dass wir das jetzt haben, lieber Jean-Claude. Nein, das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ich habe häufig den Fall, dass ich Podcasts höre und dann möchte ich irgendeine Passage nochmal. Und dann weiß ich nicht mehr, was jetzt in der Folge und wo in der Folge war. Und jetzt kann man einfach danach suchen. Und ja, es ist praktisch und sehr bequem. Die nächste Neuerung in 17.4, die es sich lohnt anzugucken, ist der Diebstahlschutz. Hatten wir ja mit 17.3 schon. Das ist viel, viel besser, als es je zuvor war, weil zuvor war es ja möglich, da mit dem PIN-Code allen möglichen Quatsch anzustellen. Das kann man jetzt verhindern. Haben wir letztes Mal schon in allen Details angeguckt. Gab aber eine Situation, die ein bisschen verwirrlich war und ich zeige euch die schnell. Das haben sie jetzt nämlich sofort verbessert. Man muss unter Face ID und Code, jetzt muss ich den Code eingeben, nicht, dass ihr den seht. Ist aber nicht der schlimme Code, ist mein Beta-Handy-Code. Da ein bisschen nach unten. Und da haben wir Schutz für gestohlene Geräte. Das lohnt es sich sowieso einzuschalten. Schutz für gestohlene Geräte, jetzt kann man da auf immer schalten. Zum Ändern der Sicherheitseinstellungen ist immer eine Verzögerung erforderlich. Genau, weil dann gibt es eine Stunde Pause, wo man dann auch nichts machen kann. Also falls einem das Handy jetzt geklaut wird und der Dieb dann irgendwie bei einem vor der Haustür steht, nützt ihm das auch nichts mehr. Also das ist sehr, sehr willkommen, dass sie das geändert haben und wer das ändern möchte, der kann das jetzt. So. Nächste Funktion ist in iMessage drin und die kann man nicht mal zeigen. Die ist rein theoretischer und technischer Natur und unglaublich faszinierend, aber das Gute daran ist, man muss sich überhaupt nicht kümmern, man muss überhaupt nichts machen. Es geht um Post-Quantum. Ja, Sachen. Das klingt so ein bisschen nach zurück in die Zukunft. Es geht um Folgendes. Verschlüsselung, wie wir sie heute haben, ist relativ sicher, wenn wir sie heute angucken. Aber es gibt halt, Computer werden immer besser und irgendwann hat man dann mal diese Zauber-Quantum-Computer, die dann halt unglaublich viel und ganz, ganz schlau rechnen können und dann heutige Verschlüsselung halt knacken können. Darum ist es heute schon ein Risiko, dass böse Buben riesige Datenberge anhäufen, die sie zwar nicht entsperren können, aber dann vielleicht in
10 Jahren oder vielleicht auch schon früher, 2030 behaupten ein paar, sei es schon so weit. Und dann halt reingucken. Und iMessage ist jetzt optimiert für dieses Sammel jetzt, entsperre später Verfahren, oder wie man es auf Deutsch so ein bisschen holprig übersetzen könnte. Das ist eine super tolle Sicherheitsfunktion, die ist alleine unglaublich spannend. Apple hat einen riesen Blogbeitrag dazu geschrieben. Die ETH Zürich war da auch involviert, die hat irgendwie kontrolliert, ob es auch wirklich funktioniert, weil sie haben einfach die Verschlüsselung nochmal schlauer gemacht, dass falls jetzt jemand einen riesen Datenberg an iMessage-Nachrichten klaut und die natürlich jetzt noch nicht entsperren kann, dass dann in 10 Jahren das vermutlich auch noch nicht kann. Aber ja, wer weiß schon, was in 10 Jahren ist. Auf jeden Fall dieses Post-Quantum-Zeug, das klingt immer unglaublich futuristisch und cool, aber das Gute ist, man muss da keine Knöpfe drücken, man muss nichts aktivieren, das passiert einfach im Hintergrund. Lass das mal Apple machen und wir machen uns ein bisschen weniger Sorge, dass jemand all meine privaten iMessage-Nachrichten, die ich Malte und Jean-Claude jeweils schicke mit meinen bösen Sprüchen, dass die irgendwann jemand außer ihnen zu sehen kriegt. Dann die letzte Neuerung von 17.4, die lässt mich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich kalt, aber ganz viele Leute werden sich da riesig drüber freuen. Es geht wieder in die Einstellungen. Wir gehen auf Batterie. Jetzt schaut man, da kann man auf Batteriezustand und da kann man jetzt noch viel, viel mehr sehen. Man sieht jetzt zum Beispiel auch, das wird sehr viele Leute freuen, die Anzahl Ladezyklen. Ja, solche Sachen kann man jetzt nachgucken. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass ich auf dem Beta-Handy nur 10 habe. Muss ich das so wenig laden anscheinend? Ja, also wer sich für Batteriesachen interessiert, der kriegt jetzt noch viel, viel mehr Infos dazu, eben Ladezyklen und solche Sachen. Ich brauche das nicht mehr, es ist einfach Schnurz. Ich nutze die Geräte und ich habe ja auch oben da nicht eingeblendet, wie viel Prozent es hat oder sowas. Ich finde, sobald man zu viel in diese Zahlen guckt, hat man immer das Gefühl, oh, es wird immer schlechter, es wird immer schlimmer, darum gucke ich einfach lieber nicht hin. Aber das ist ein bisschen eine Philosophiefrage. Nein, das sind sie, die Neuerungen von 17.4, die wir in der Schweiz auch gekriegt haben. Neue Emojis, die coole neue Podcast-App, den besseren Diebstahlschutz, wo man jetzt eben halt ein bisschen sicheren Orte ausschließen kann, das ist noch praktisch, und die Post-Quantum-Verschlüsselung, was vermutlich praktisch ist, aber wissen wir ja dann erst in 10 Jahren, ob es das wirklich gebracht hat, und ein bisschen mehr Infos über Batterie. Insgesamt also für uns ein eher kleines Update, aber für die Freunde in Deutschland, Österreich und im restlichen Europa ein ziemlich großes Update. Also ich bin dann auch gespannt, wie es im Alltag ausschaut. So, das reicht jetzt aber. Ihr wollt ja sicher dann mal noch gucken, wie das mit diesen anderen Stores ausschaut. Also darum halte ich euch gar nicht länger auf. Falls ihr noch Fragen habt zu den neuen Emojis, unbedingt unten reinschreiben, was das Video gefallen hat. Daumen nach oben. Falls ihr findet, Raphael hat ja gar nichts davon diesem Sideloading gezeigt. Daumen nach unten. Tja, haben wir halt nicht hier. Und nein, ich wollte jetzt auch nicht unbedingt noch ein Beta-Handy für Deutschland aufsetzen. Das wäre auch ein bisschen übertrieben. Ich warte mal. Vielleicht kommt ihr dann zur WWDC doch auch noch zu uns. Dann können wir da mal in Ruhe drüber sprechen. Falls ihr das dann nicht verpassen wollt, unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.